hallo und willkommen ich bin meister Lehnser and you're watching get germanized German stories read slowly today max und moritz eine bubengeschichte in sieben streichen vierter streich bei wilhelm busch I am bored. What should I do? Ah, ich weiß Good. These videos are made possible by my supporters on patreon.com slash Germanized. So if you enjoy the video, please consider supporting the channel. Let's get started. Lasst uns anfangen. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Nicht allein in Schreiben, Lesen, übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lehren, muß man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lempel da. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden. Denn wer böse Streiche macht, Gibt nicht auf den Lehrer acht. Nun war dieser brave Lehrer Von dem Tobak ein Verehrer, Was man ohne alle Frage Nach des Tages Müh und Plage Einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Max und Moritz unverdrossen, Sinnen aber schon auf Possen. Opfer mittels seiner Pfeifen, dieser Mann nicht anzugreifen. Einstens, als es Sonntag wieder und Herr Lempel brav und bieder in der Kirche mit Gefühle saß vor seinem Orgelspiele, schlichen sich die bösen Buben in sein Haus und seine Stuben. Wo die Meerschaumpfeife stand, Max hält sie in seiner Hand. Aber Moritz aus der Tasche Zieht die Flintenpulverflasche, Und geschwinde, stopf, 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 Pulver in den Pfeifenkopf. Jetzt nur still und schnell nach Haus, Denn schon ist die Kirche aus. Eben schließt in sanfter Ruh Lempel seine Kirche zu, Und mit Buch und Notenheften Nach besorgten Amtsgeschäften, Lenkt er freudig seine Schritte Zu der heimatlichen Hütte, Und voll Dankbarkeit sodann Zündet er sein Pfeifchen an. Ach, spricht er, die größte Freud, ist doch die Zufriedenheit. Rums, da geht die Pfeife los, Mit Getöse schrecklich groß. Kaffeetopf und Wasserglas, Tobakdose, Tintenfaß, Ofen, Tisch und Sorgensitz, alles fliegt im Pulverblitz. Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lämpel, der Gottlob lebend auf dem Rücken liegt, doch er hat was abgekriegt. Nase, Hand, Gesicht und Ohren sind so schwarz als wie die Mohren, und des Haares letzter Schopf ist verbrannt bis auf den Kopf. Wer soll nun die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren? Wer soll nun für Lämpel leiten? Seine Amtestätigkeiten. Woraus soll der Lehrer rauchen, wenn die Pfeife nicht zu brauchen? Mit der Zeit wird alles heil, nur die Pfeife hat ihr Teil. Dieses war der vierte Streich, doch der fünfte folgt sogleich. That was Max und Moritz Eine Bubengeschichte in sieben Streichen. Der vierte Streich by Wilhelm Busch. If you enjoyed the video, leave a like, subscribe to the channel, and follow me on my social media. Find the links to them in the video description. And apart from that, thank you very much for watching. Don't forget to get Germanized. Goodbye, and auf Wiedersehen.